Herzlich willkommen bei der Aufzeichnung. Mario Barth räumt auf. Man muss das heute. Ja. Danke. Es ist ja heute, man weiß ja schon gar nicht mehr, ist es räumt auf, ist es deckt auf, ist es einfach, Mittwoch wird Mario Barth Tag, Punkt. RTL weiß es noch gar nicht. Aber wir übernehmen peu à peu. Ich glaube, jetzt muss es langsam merken, wissen Sie, Verträge sind schon unterschrieben, Sie kommen nicht mehr weg. Wir übernehmen Mittwoch mittlerweile, den Mittwoch. Einer muss sich ja ein bisschen um das Programm kümmern, wenn wir ehrlich sind. RTL-Programm, also die RTL-Jungs sehen das jetzt, aber die können es ruhig, das ist schon assi. Das ist schon assi. Ey. Oder tagsüber, wenn du krank bist, du gehst doch mit 45, 50, als Mann teilweise mit 70 Grad Fieber, gehst du arbeiten. Weil einfach, da, es läuft da nichts mehr, da ist nur noch Blaulichtreport. Stopp. Also ich komme aus Kreuzberg. Die Polizei, ich habe andere Erfahrungen. Da kam keiner, hat gesagt, stopp. Stopp! Da gäbe es direkt in der Fresse. Hey! Stopp! Was ist hier los? Blaulich, ich kann es nicht mehr sehen. Diese Assis im Brennpunkt und auch strengste Eltern der Welt ist mittlerweile abgesetzt, weil ich so viel Krach gemacht habe. Ich sage, ihr könnt doch so eine Kacke. Habt ihr gesehen? Strengste Eltern der Welt? Kevin, 13 Jahre alt. Kommt nach Kenia, weil er mit seiner Mutter, Tini, Kevin von seiner Mutter Tini. Weißt du, wenn es nur Klischee wäre, würde ich sagen, komm Bart, du bist ein Assi, aber es ist ja wirklich so. Es ist, fahr nach Hellersdorf, Tini. Fährt Ü. Tönni ist die Mutter von Kevin und von Mariah. Und ich kann dafür nichts. Und Kevin 14 kommt nach Kenia. Ja? Zum Häuptling. Da ist so ein Häuptling gewesen. Das kommt nicht von mir. Und daran sieht man, dass echt Fernsehen Beschiss ist, Betrug. Der Kevin Roch, 14. Die Hose hier hinten, als wenn er gerade beim Kacken erwischt wurde. Die laufen mir heute alle, da denkst du, Scheiße, vom Bus angefahren. Nein! Nein, der ist so, der wacht morgen schon auf. Keine Haltung, wie so ein Pudding. Ja, der weiß doch nicht, wo er stehen soll. Ist, wacht um 14 Uhr morgens auf, sagt, ich bin so müde. So, ja. So. Kevin 14, völlig angepisst, kommt zum Kenia-Chef, also von dem Häuptling, von dem ein Dorf, und raucht. Der raucht. Und ich habe die Folge gesehen. Und der Häuptling sagt, Begengo. Und Kevin. Der denkt, der Satz des Pythagoras ist irgendeine Liedzeile von DSDS. Der doofe Kevin antwortet, ohne zu fragen, ich rauche, wo ich will. Also entweder Fernseh ist Betrug oder Kevin spricht Suaheli. Ja, Bugingo, hey, ah, hey, hey. Keine Ahnung von Schule, aber dich verstehe ich, mein Freund. Also geil. Darum müssen wir tagsüber ein bisschen arbeiten, dass wir 20.15 Uhr eine geile Sendung haben. Und heute ist eine hervorragende Aufzeichnung.